Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Eine kleine Info vorab, wir sind noch nicht mit dem Reiche Ernte DLC unterwegs. Das funktioniert in dieser Woche einfach aufnahmetechnisch aus zeitlichen Gründen alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber ich denke, wir werden auch so noch für ein paar Folgen lang ein bisschen was zu tun haben. Auch ohne das neue DLC. So, eine Geschichte, die ich gerne machen würde. Und schon vor längerer Zeit vorhatte. Dieses ganze Industriegebiet hier, das ist ja relativ bunt gemischt. Nähmaschinen, Fabriken, Messinghütten habe ich dort stehen. Also im ersten Schritt würde ich das gerne erst einmal verlagern. Das ist mir einfach zu nah an der Stadt dran und auch die ganze Platznutzung ist hier irgendwie nicht so ganz ideal. Das würde ich ganz gerne hierhin versetzen. Das sollte kein Problem sein. Also die ganzen Getreidefarmen, die können wir einfach irgendwo anders hinparken. Holzfäller muss ich auch nicht direkt hier vor Ort haben. Die können wir auch einfach mal umsiedeln. Was haben wir sonst noch alles stehen? Okay. Okay, Ziegeleien können wir auch umsetzen. Also das können wir auf jeden Fall mal alles wegmachen hier. Und dann eben dieses ganze Industriegebiet hier praktisch nach links unten ein Stückchen versetzen. Einfach ein Stückchen von der Stadt weg. Und dann irgendwann so im nächsten Schritt würde ich auch noch ganz gerne aussortieren. Und zwar so die ganzen Sachen, die halt sich negativ auf die Attraktivität auswirken. Das dürfte zwar gar nicht so viel sein, auch wenn es gar nicht danach aussieht, aber das ist jetzt hier alles... sind nicht alles Dinge, die, glaube ich, die Umwelt negativ beeinflussen. Also das sieht zwar danach aus, hier die Nähmaschinenfabrik, aber wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, dürfte das keinen Malus verursachen. Zumindest nicht die Nähmaschinenfabrik, wenn wir hier mal reinschauen. Also hier steht jetzt nichts dabei von Umweltverschmutzung. Aber die Messinghütten, das ist auf jeden Fall negativ. Wenn wir uns das Ganze hier gerade mal anschauen, wo haben wir denn Messing? Das hat auf jeden Fall negative Attraktivität. Also das würde ich dann ganz gerne... nicht unbedingt jetzt im ersten Schritt, aber dann halt, sagen wir mal, mittelfristig auslagern. Und dann hier drüben gefällt mir auch irgendwie nicht so ganz, dass hier drüben noch die Hochradwerkhallen rumstehen. Das würde ich ganz gerne alles so ein bisschen weiter bündeln. Grund, warum ich die Sachen ausgerechnet hier überall stehen habe, ist halt, bislang war das einfach der Elektrizität geschuldet, weil hier der Bereich ist halt gerade noch so abgedeckt. Genauso wie da drüben dieses kleine Industriegebiet, was ich eben jetzt versetzen möchte. Aber dem können wir ja mit Items entgegenwirken. Also sprich, der alte Nate bietet ja Sachen zur Umwandlung an, die dann für die Handelskammer eben geeignet sind, um dort Strom herzustellen. Schauen wir aber gerade mal Hochradwerkhalle. Haben wir hier eine negative Beeinflussung? Auch nicht. Also können wir eigentlich auch auf der Hauptinsel lassen. Das scheint tatsächlich erstmal nur die ganzen Messinghütten zu betreffen, wenn wir überhaupt was auslagern wollen. Na gut, dann eins nach dem anderen vielleicht. Wir schauen mal hier rüber zum alten Nate. Und wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, müssten wir mit diesen ganzen Geschichten schon ein bisschen was umwandeln können. Also sprich, darauf habe ich es halt abgesehen. Hier Nates ultimative Energiematrix. Das müsste drin sein, genau, das passt. Das lassen wir mal umwandeln und schnappen uns das Ding mal. Dann haben wir das schon mal... und bringen das auf die Hauptinsel. Da können wir damit schon mal Strom erzeugen. Und ich glaube sowieso insgesamt, das ist im Wesentlichen dreimal das gleiche Item. Nur mit dem Unterschied, unterschiedliche Brandgefahr. Also hier das schlechteste hat halt plus 150 und Explosionswahrscheinlichkeit plus 70. Und das beste hat halt plus 50 und plus 30. Also ja, nicht zwingend notwendig, aber natürlich, wenn wir das Beste kriegen können, dann nehmen wir das Beste. Und ein episches können wir uns auch noch leisten mit diesen ganzen Zutaten hier. Sollte das drin sein. Können natürlich gerade nochmal schauen, was ist denn hier sonst noch so alles dabei. Habe ich sowieso bislang viel zu wenig mitgemacht, glaube ich. Können auch mal alle Items durchgehen, aber ich glaube... das ist natürlich auch super cool. Hier gibt es tatsächlich Seeminen. Ich weiß nicht, ob es die schon immer zur Verfügung gab, aber das ist natürlich auch noch eine ganz interessante Geschichte. Ja, Seeminen sind natürlich schon echt eine feine Sache. Werde ich mir auch mal ein bisschen was herstellen, bei Gelegenheit. Aber ich glaube, wir behalten erstmal den Fokus auf Handelskammer-Items, für heute zumindest. Das sind aber schon Schiffs-Items hier, sehe ich das richtig? Oh, das ist halt schon... also Frachtverlangsamung finde ich schon auch nicht so verkehrt für die Handelsrouten. Sollte ich auch auf dem Schirm haben. Was kostet mich das? Ja, Schrott. Ich muss halt tatsächlich mal wieder ein bisschen Schrott sammeln gehen, glaube ich. Also ich habe in der Zwischenzeit nochmal was umgewandelt. Also gewöhnlichen zu besserem Schrott gemacht und solche Geschichten, aber ist halt relativ mühsam. Aber das sollte man auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben. Das sind schon gute Sachen hier. Na gut, aber Handelskammer-Items, was haben wir sonst noch so am Start? Bergminen ist natürlich auch nicht so verkehrt, aber das ist zeitlich begrenzt. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich Bock drauf.
Das ist halt auch eine einmalige Geschichte, wenn das aufgebraucht ist. Das gilt aber nicht für den hier, oder hoffe ich? Nee, das hier ist ein dauerhaftes Item. Diese Energiegeschichten liefert Elektrizität. Das ist eine sehr schöne Sache. So, den haben wir sowieso schon im Einsatz hier, den Human-Inkarnateur. Hier hätten wir noch Hebebühnen, beeinflusst alle Produktionsgebäude. Habe ich auch schon, glaube ich, irgendwo verbaut. Nee, also den können wir uns auf jeden Fall noch gönnen hier. Dann nehmen wir den auch noch mit. Und dann sind wir halt von den Kraftwerken unabhängig. Weil noch ein Kraftwerk möchte ich ungern auf der Hauptinsel bauen. Ich habe eh schon drei Stück. Zwei gasbetriebene, zwei ein ölbetriebenes. Und mehr muss echt nicht sein. Da hängt ja dann auch wieder so ein ganzer Rattenschwanz dran. Deswegen mit den Items, glaube ich, tun wir uns ein bisschen leichter. Und das wäre natürlich auch noch eine ganz gute Option, diese Items. Weil die sind ja vergleichsweise schon relativ günstig. Damit eben bei Bedarf auch einfach ein Stadtviertel zu versorgen. Ich meine, hier haben wir, glaube ich, ganz gut Elektrizität, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wenn uns hier mal wieder irgendwo der Strom ausgeht, so Richtung diese Bezirke hier runter, können wir einfach mal eine Handelskammer mitten reinklatschen und das Ganze mit einem Item bestücken. Müsste ja genauso funktionieren. Also das wird ja wahrscheinlich nicht nur die Industriegebäude dann versorgen mit Strom, sondern einfach grundsätzlich Elektrizität liefern. Okay. Also, dann haben wir mal die Items. Dann schauen wir, dass wir hier ein bisschen umbauen. Und zwar, die können wir erstmal versetzen. Könnte ich natürlich auch komplett auslagern, aber aktuell sehe ich da absolut keinen Bedarf, weil wir hier einfach noch genügend Platz dafür haben. Hier ist ja eh alles so ein bisschen ländlich. Dann können wir da einfach noch mehr von den Farmen dazu packen. Dann haben wir das hier eh alles so ein bisschen gebündelt. Und dann bauen wir mal ein bisschen um. Aber auch wenn ich Bedarf haben sollte, hier wirklich mal massiv was auszulagern, ist alles kein Problem. Ich habe genügend Inseln, um das zu tun. So, du kannst dich gleich wieder verziehen. Schade, dass man nicht mehrere Gebäude auf einmal nehmen kann. Ich glaube, das geht nicht, ne? Versetzen über mehrere Gebäude mit Shift vielleicht. Nee, das wird nicht funktionieren. Nee, müssen wir Piece by Piece machen. So, den setzen wir hier hin. Gestalten uns das ein bisschen um. Und wenn wir Platz geschaffen haben, dann können wir wirklich das komplette Industriegebiet mal ein bisschen von der Stadt wegversetzen. Und generell alles mal ein bisschen bündeln. Also mehr die ganzen Produktionsgebäude einfach ein bisschen mehr auf einen Haufen haben. Damit das nicht alles so verstreut ist, damit man auch einfach den Überblick ein bisschen besser behalten kann. Ihr wisst ja, wie es ist. Also man verliert einfach schnell den Überblick. Und um dem auch mal ein bisschen entgegenzuwirken, packen wir das alles mal ein bisschen mehr auf einen Haufen. So. Und generell mit diesen ganzen Farmen etc. würde ich jetzt sowieso aktuell nicht mehr so allzu viel machen. Erstmal schauen, was das neue DLC dann so zu bieten hat. So, der ist jetzt natürlich hier ein bisschen überfordert. Dann spendieren wir der ganzen Geschichte auch direkt noch ein weiteres Lagerhaus. Das stellen wir hier drüben hin, glaube ich. Ja, das passt schon. Gleich ein bisschen aufwerten. So, dann müssen wir noch die Holzfäller entfernen. Und dann haben wir hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen Platz geschaffen. So, der kommt weg. Ne, Moment. Der muss natürlich dort stehen bleiben. Das geht gar nicht anders. Aber hier drüben ist er noch. Da sind die doch gut aufgehoben. Alles noch ungenutzte Fläche hier. Ist der noch in Reichweite? Ich würde schon behaupten. Ist in dem Menü eigentlich auch? Ah ja, okay. So können wir auch versetzen. Dann stellen wir den hier hin. So, was haben wir jetzt hier sonst noch so rumeiern? Der ist sowieso abgeschalten. Den können wir direkt abreißen. Dann die Ziegelei kommt einfach. Ja. Erstmal hier hin. Und dann sehen wir ja, ob wir noch Platz benötigen. Den packen wir hier ein bisschen beiseite. Und schaffen uns hier mal eine schöne große Fläche. Und dann sehen wir zu, da soll das alles irgendwie sinnvoll
Oder sagen wir, möglichst effizient füllen die ganze Geschichte hier. Ohne dabei zu viel Platz zu verschwenden. So, eine Handelskammer müsste hier eh schon dabei sein. Dann versetzen wir die vielleicht zuerst. So praktisch als Zentrum. Wo ist sie denn? Hier. Dann nehmen wir die mal hier rüber und da können wir ja ganz gut den ganzen Bereich hier abdecken. Auch nicht ideal, aber ein bisschen besser als vorher, würde ich sagen. Was haben wir hier für Items drin? So, der Personateur und der Humaninkarnateur. Wirkt sich beides auf Arbeitskraft aus. Aber das ist nur 15%, dann nehmen wir den raus und stopfen da das Strom-Item rein und lassen den hier drin. Das sollte dann schon passen von der Arbeitskraft her. Okay, dann versetzen wir erstmal den ganzen anderen Kram. Was haben wir denn hier? Das sind die Nähmaschinenfabriken. Müssen wir auch mal schauen, wie sich es hier mit dem Stahl verhält. Müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen an der Produktionsschraube drehen. Sehen mal zu, dass wir die alle irgendwie auf einen Haufen hier aufreihen. Jetzt ist natürlich die blöde Lehmgrube im Weg. Dann bauen wir das praktisch so hoch hier. Ja, da kriegen wir keinen mehr unter. So, das waren erstmal alle von der Sorte. Muss natürlich überall noch mit einer Straße dran kommen. Dann brauchen wir hier auch noch ein Lagerhaus. So. Dann haben wir denn hier ein Lagerhaus. Da zum Beispiel, da stellen wir hier mal mitten rein. Dann, was haben wir hier? Die Kunstschreinereien. Die sind nicht ganz so groß. Moment mal, wie viele habe ich denn von denen? Ist das die einzige hier? Kann das sein? Na gut, okay. Das muss ja jetzt nicht unbedingt alles die typgleichen Gebäude beisammen sein. Habt ein bisschen Geduld mit mir. Das dürften die Messinghütten sein. Ne, das sind die Glühbirnenfabriken. Das sind die Messinghütten hier, genau. Dann lassen wir die erstmal auf jeden Fall alle auf einen Haufen, weil, wie gesagt, die möchte ich dann schon auch irgendwann auf eine andere Insel packen. So, das gehört einigermaßen zusammen hier. So, das sind jetzt auch Gebäude, die brauchen Strom. Zwingend. Dafür werden wir gleich sorgen. So, Straßen. Gefällt mir doch schon ein bisschen besser hier. Okay, und noch mehr als genug Platz übrig. Eine Feuerwehr, naja, kann wahrscheinlich nicht schaden. Stellen wir hier auch noch hin. So, dann brauchen wir hier Elektrizität. Der fliegt raus. Und ich habe den noch nicht abgeladen. Propeller drehen sich. Der hier. Und da ist die Taucherglocke, der hat auch noch was dabei. Jetzt können wir diese Handelskammer benutzen, um dort Strom zu produzieren. Abgedeckt ist das komplette Gebiet. Dann packen wir den hier mal rein. Und schon haben wir Strom. Ausgezeichnet. Okay, also das war wirklich nicht ideal. Da habe ich jetzt erheblich mehr Platz hier. Wenn ich das noch ein bisschen cleverer aufstelle, kann ich da wahrscheinlich noch mal ein paar... Also ein bisschen Platz einsparen. Aber das passt schon so. Dann würde ich, glaube ich, die Hochradwerkhallen da auch direkt noch dazu stellen. Dann ist das alles mal... auf einem Haufen. Die reihen wir auch schön hier unten auf. So.
So, dann haben wir zumindest mal so grob die artverwandten Geschichten auf einem Haufen. So. Die hat auch noch Strom. Jo, passt. Okay. Dann noch bessere Straßen. Ja, das schaut ganz gut aus. So, Straßenanschluss haben sie alle. Gott hatte fehlende Waren. Okay, nach dem Stahl müssen wir gleich mal schauen. Der kriegt noch ein Upgrade. Ja, passt doch fürs erste Mal. Dann haben wir hier auf jeden Fall wieder ein bisschen Baufläche geschaffen. Die Lagerhallen können wir da gleich noch entfernen. So. Und dann können wir das hier nämlich wieder für Wohngebiete nutzen. Ja, die Lagerhallen. Ich meine, das ist, glaube ich, scheißegal, wo die stehen, aber wir stellen sie mal hier unten hin. So. Das wäre erledigt. Nun denn, was können wir denn da drüben sonst noch so ansiedeln? Die Dampfwagenfabriken, die nehmen halt schon auch ganz schön viel Platz weg. Und das braucht, glaube ich, auch alles zwingend Strom. Die Kutschenwerkhallen würden da unten eigentlich auch ganz gut dazu passen, genauso wie die Phonographenfabrik. Und die habe ich ja auch praktisch nur so nah an die Stadt dran gebaut, eben wegen Strom. Dann schauen wir, dass wir davon vielleicht auch noch ein bisschen was umsiedeln. Ja, sehr gut, die passt hier genau rein. Und der ganze Bereich hier wird auch noch elektrifiziert. Ja, das ist natürlich dann auch Verschwendung, wenn wir die Lagerhallen hier noch im bestromten Gebiet stehen lassen. Deswegen parken wir die auch nochmal ein bisschen um. Ah, hier unten passt das doch ganz gut. Richtung Ölhafen runter. So, dann hätten wir diesen ganzen Bereich noch. Dann können wir diese großen Gebäude da noch hinquetschen. Das müsste funktionieren. Das sind, glaube ich, somit die größten Produktionsgebäude hier. Neben den Hochöfen. Ich glaube, die sind auch noch ziemlich groß. Und die werden auch noch umgesiedelt, wenn es geht. Kriegen wir die hier alle drei noch unter? Könnte klappen. Naja, wahrscheinlich gerade so nicht. Dann bauen wir den hier noch rein. Und wir den hier auch noch umsetzen. So, braucht noch einen Straßenanschluss. Ja, dann ist das schon halbwegs sinnvoll genutzt, die ganze Geschichte hier. Können wir hier noch mal ganz klein bisschen umbauen. Ja, lassen wir erstmal so. So ist schon okay. Besser als vorher. Okay, dann schauen wir mal, haben wir hier irgendwelche Meldungen wegen nicht vorhandenen Straßenanschluss oder dergleichen, das sollte eigentlich alles passen. Dann schauen wir mal, okay, Kautschuk an der Schraube hatte ich eigentlich schon mal gedreht. Vielleicht noch nicht genügend. In der Manufaktur. Aber scheint ja beides ein Problem zu sein, also Kautschuk und Stahl. Kautschuk müssen wir natürlich in der neuen Welt schauen. Stahl können wir hier mal einen Blick drauf werfen. Eine Inspektion. Also hier ist zum Beispiel die Produktion eh schon angehalten. Ah, Moment mal. Eisenerz, tatsächlich. Eisenerz sollte ich aber mehr als genügend haben. Kann sein, dass sich das hier sogar stapelt. Wo haben wir denn das Eisenerz? Oh, okay. Gut, das muss ich dann einfach von hier nach da unten transportieren. Kann man das mit einer vorhandenen Route machen? Ich meine, hier gibt es noch irgendeine Route, die genau diese Inseln abklappert, wo noch Platz ist. Also diese ist es schon mal nicht. Aber irgendwo hatte ich, glaube ich, ein großes Frachtschiff drauf sitzen. Weiß noch nicht mehr, welche Route das war. Wo aber längst noch nicht alle Slots belegt sind. Ja, sollen wir kurz Zeitung lesen? Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so ja, das sieht ja wunderbar aus. Alles bestens. So, Routen, keine da waren wir. Änderungen? Welche Route war denn diejenige, welche, die ich meinte? Könnte die hier sein? Nee, auch nicht. Also ich weiß ganz genau, irgendwo ist noch ein großes Frachtschiff unterwegs, das noch längst nicht komplett belegt ist. So, den hatten wir gerade kontrolliert, ne? Ja, das ist der, der ist schon voll.
Also da haben wir das Eisenproblem auf jeden Fall schon mal gelöst. Sobald ich die Route finde und dann müssen wir nochmal nach dem Kautschuk schauen. Und dann läuft das eigentlich alles ziemlich zufriedenstellend. Das könnte der hier sein. Nee, der ist es auch nicht. Ja, wo ist er denn, ha? Nee, nee, nee. So viele Routen. Was ich hinsichtlich Routen auch unbedingt mal machen muss, diese ganzen Charterrouten halt mal durch normale Routen ersetzen. Ah, da muss ich halt auch wieder, ich glaube, 10 Schiffe muss ich bauen. Aber unterm Strich wäre es halt auch wieder ein ordentlicher Zugewinn an Einflusspunkten. Keine Frage. Sag mal, welche Route war denn das? Das gibt's doch nicht. Der hier ist es. Okay. Der hat halt wirklich noch 3 Slots frei. Dann schickt man den hier noch vorbei. Macht das Sinn? Er fährt jetzt einmal im Kreis und kommt direkt von Crown Falls nach Le Grand Ciel. Das passt ja wunderbar. Also Crown Falls. Dann lassen wir ihn hier mal ordentlich Eisen einladen. Und hier wieder ausladen. Moment mal. Was habe ich denn jetzt gemacht? So, laden, Eisen. Entladen, Eisen. So. Also, das ist erledigt. Dadurch sollte sich ja relativ zeitnah die Stahlproduktion erhöhen. Da müssen wir mal schauen, wie es mit dem Kautschuk aussieht. Ich fürchte fast, da müssen wir in der neuen Welt ein bisschen Hand anlegen. Ja, also ist komplett leer hier. Ja, da habe ich mich, glaube ich, auch schon länger nicht mehr drum gekümmert, um den verdammten Kautschuk. Also schauen wir mal, wie sieht es hier aus mit den Lagerbeständen? Salpeter, wo ist denn das Kautschuk-Gedöns? Ja, das reicht wohl offenbar nicht. Na schön, wo kommt denn der Kautschuk überhaupt her? Das ist wirklich eine gute Frage. Wo habe ich die Kautschukplantagen? Wo haben wir denn Fruchtbarkeit? Hier wäre Fruchtbarkeit. Aber offenbar kein Kautschuk. Boah, kann das sein, dass ich den vielleicht nur hier anbaue? Nee, das ist... Da sehe ich keinen Kautschuk, oder? Oh, doch. Kann das sein, dass das die einzigen Kautschukplantagen sind? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Wir müssen es durchgehen. Das ist ja auch noch Kautschuk hier drüben. Ja, und auch nicht zu knapp. Puh, dann sollten wir da vielleicht nochmal versuchen, mit einem Item dran zu gehen. Wäre das eine Idee? Habe ich sonst noch irgendwo Kautschuk? Wahrscheinlich nicht. Platz hätte ich noch. Ja, aber das wäre natürlich auch so eine Geschichte. Müsste man sich nochmal anschauen, ob man das nicht doch verbessern kann, wenn wir die reiche Ernte dann am Start haben. Okay, wir schauen mal, ob vielleicht die werte Madame Isabel Sarmento irgendwas Richtung Kautschuk-Boost hat. Zigarren. Kakao-Kautschuk, okay, sowas in der Richtung wäre halt Produktivität plus 15, Anzahl Module minus 10, sowas wäre nicht uninteressant. Wir schauen erstmal in unsere eigenen Bestände und schicken auch direkt parallel dazu mal hier so ein Schiffchen los. Habe ich noch ein Luftschiff da? Das wird ein bisschen schneller gehen. Nee, dann schicken wir den Monitor mal zur Händlerin runter. Ist ja auch relativ flott unterwegs und schauen mal hier bei den Items rein, bei den Handelskammer-Items, ob wir hier noch irgendwas haben, mit dem wir den Kautschuk boosten können. Nein. Minen, Steinbrüche, Kaffeerösterei, Zigarrenmanufaktur. Da habe ich natürlich bei dem Itemkauf auch nie darauf geachtet, den Kautschuk zu boosten. Und jetzt wäre es eine gute Idee. Okay, der wäre schon mal nicht so schlecht hier. Gartenbauer Hermann. Produktivität plus 20. Den würde ich sagen, den nehmen wir direkt mal mit. Spielstand gespeichert. Na gut, das ist auf jeden Fall ein Anfang. Und dann schauen wir, dass wir idealerweise noch 2 von den passenden Items finden. Schnappen wir uns hier mal das Kriegsschiff und lassen dort mal die Items einladen. Boah, die Bretterproduktion ist auch ganz schön im Keller, sehe ich gerade. Das ist auch problematisch. Immer wieder Lost Mill. Es ist... Okay, welcher war das jetzt hier? Der Hermann. Gartenbauer Hermann. Den schicken wir mal dorthin. Wo war der Kautschukanbau? Ah, hier drüben, glaube ich, ne?
Ja. Ist halt auch so ein bisschen über die Insel verstreut. Könnte man aber noch bündeln. Dann schon mal ein bisschen vorausdenkend. Was kostet mich denn der Handelskammer? Bretter natürlich. Es ist tatsächlich jetzt gerade ein Engpass hier. Verdammt. Woran scheitert es denn? Rohmaterial wahrscheinlich, oder? Weil Holz ist auch immer wieder so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Geht aber. Ja, bauen wir einfach noch schnell ein weiteres Sägewerk. Oder gleich zwei. Geht es ein bisschen schneller. So, okay. Item ist unterwegs. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Bretter. Dann müssen wir einfach kurz warten, bis hier Bretter nachproduziert wurden. Die darf er dann gleich hinterherbringen. Dann ist der Monitor unterwegs zur Händlerin, um noch ein weiteres Item zu holen. Dann schauen wir schon mal, dass wir hier den Kautschuk noch ein bisschen besser gebündelt bekommen. Ist halt alles ziemlich verstreut. Ist nicht ideal wegen der Beeinflussung. Ich überlege gerade, wo wir dann die Handelskammer hinstellen. Wenn wir sie hier noch irgendwie hingequetscht bekommen, dann geht das schon, glaube ich. Ja, ist aber nicht ideal. Weil was ja beeinflusst werden muss, das sind halt die Gebäude und nicht einfach nur so die Plantagen. Schauen wir doch mal. Also hier kriegen wir eh schon keine mehr unter. Aber den Feldweg hier brauchen wir zum Beispiel auch nicht. Kriegen wir sie dann hier noch hingequetscht. Ah, geht auch nicht. Es ist eng. Es ist eng. Na gut, hier können wir noch ein bisschen umbauen, glaube ich, oder? Mal kurz überlegen. Nee, geht auch nicht wirklich. Oh Gott, wie machen wir es denn? Das ist verdammt eng hier geworden. Versetzen wir den hier vielleicht ein Stückchen. So kriegen wir hier auf jeden Fall die Handelskammer unter. Wie ist der Radius? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 werden dadurch beeinflusst. Ja, besser als nichts, würde ich sagen. Dann stellen wir die Handelskammer hier schon mal hin in der Blaupause. Hier forsten wir wieder auf. Und dadurch, dass ja dann auch die Modulbegrenzung ein bisschen verändert wird, also einfach weniger Module benötigt werden, können wir da vielleicht auch nochmal in der Richtung ein bisschen was rausholen. Ich kann nirgends hin damit. So. Okay, wie schaut es mit den Brettern aus? 25 Stück sind benötigt für eine Handelskammer. Kampfdeck bereit machen. Wer verbraucht denn eigentlich die Bretter, frage ich mich gerade. Könnte ich gar nicht sagen. Weil die brauchen normales Holz. Wer verbraucht die Bretter? Zigarren vielleicht? Aber die brauchen auch ganz normales Holz. Wer verbraucht Bretter, Leute? Stehe ich gerade total auf dem Schlauch. Also die Bürger ja normalerweise nur, sobald man aufwertet die Häuser. Ich wüsste nicht, wer sonst hier irgendwie... Wer klaut denn meine Bretter? Rätselhaft. Sehr, sehr rätselhaft. Ja, vielleicht hat die Händlerin ja tatsächlich auch noch ein paar übrig. Das ist ja... So Basic-Materialien hat sie vielleicht sogar am Start, oder? Ja, natürlich nicht. Na gut, aber wir schauen schon mal, dass wir hier noch ein paar vernünftige Items bekommen. Oder zumindest eins noch. Doppelt kann man sie ja nicht benutzen, deswegen schauen wir mal. Also episch haben wir dann, glaube ich, schon abgedeckt. Das heißt, ein legendäres wäre natürlich noch cool für die ganze Kautschuk-Geschichte. Oder eben auch noch einer von denen hier, von den seltenen. Das könnte schwierig werden. Ja gut, ich meine, das läppert sich ja. Dann nehmen wir vielleicht die Pflückerin noch mit. Da sind dann auch nochmal wieder plus 7 und das summiert sich ja. Und dann, wenn wir noch einen kriegen aus
der seltenen Kategorie, dann geht das schon. Kautschuk plus 12. Nehmen wir den lieber mit, schmeißen den wieder raus und sehen zu, dass wir denselben noch in Qualität selten herbekommen. Also einer von den blauen hier und dann bitte für Kautschuk. Vorhin hatten wir, glaube ich, einen hier irgendwo drin, ne? Müssen wir nur wiederfinden. Ja, es ist halt immer die Krux. Wenn man gezielt ein Item sucht, das kann dauern. Na schön, hier hätten wir jetzt nochmal die Baumpflegerin. Dann kaufen wir die noch dazu. Dann haben wir einmal ungewöhnlich, einmal selten, einmal episch. Mehr können wir jetzt sowieso nicht mehr mitnehmen. Und ich weiß halt auch nicht, ob es auch tatsächlich ein legendäres Item aus der Kategorie gibt. Hier gäbe es ein... Ah, sieh mal an. Baumchirurg. Ach nee, das ist der gleiche, ne? Ja, muss ich bei Gelegenheit mal schauen. Aber das sind jetzt zumindest mal drei Items, die halt auf den Kautschuk gehen. Deswegen nehmen wir die jetzt mal mit. Schippern die hier rüber. Nee, da müssen wir hin. So, er hat den hier schon mitgebracht. Und dann brauchen wir noch Bretter. Dann können wir die Handelskammer aufbauen. Und das sollte doch der ganzen Sache schon mal einen dezenten Boost geben. So, das reicht natürlich noch nicht an Brettern. Ich frage mich echt ernsthaft, wer die ganzen Bretter verbraucht. Ach doch, die Zigarrenmanufaktur. Sieh mal eine an. Ernsthaft? Das wird hier aber nicht aufgelistet, ne? Bretter? Ah, Holzfurnier. Okay, die Holzfurnier-Geschichte ist es. Sehe ich das richtig? Ah. Oder haben wir hier irgendwie das mit einer Handelskammer so gemacht, dass die Ausgangs-Items ersetzt werden? Kann das sein? Und das habe ich noch nicht auf dem Schirm gehabt. Ah, nee. Naja gut, okay. Die verbrauchen also die Bretter. Interessant. Doch, hier. Statt Holzfurnier verarbeitet das Gebäude Bretter. Daran scheitert's. Das ist das Problem. Und das war ja eigentlich gar nicht so vorgesehen, weil Holzfurnier sollte ich eigentlich mehr als genug haben, oder? Dann sollte ich das Item vielleicht nochmal überdenken. Ja, hier ist halt alles voll. Aber das ist ja ungünstig. Das ist wirklich ein bisschen ärgerlich. Ach, Mann. Eine Explosion erschüttert. Weil die Produktivität will ich natürlich schon haben. Ich nehme den erstmal raus. Und sehe mal zu, dass ich noch ein besseres Item bekomme. Weil ich meine, da haben wir aktuell auch wirklich mehr als genug an den Zigarren. Und dann haben wir das Problem auf jeden Fall schon mal wieder in den Griff bekommen mit den Brettern. Dann sollte das ja jetzt wieder zunehmen. Auf die Station. So, das müsste doch... Ah, verdammt. Insgesamt genügen, oder? 8 Stück, glaube ich, hatten wir noch vor Ort. Dann können wir zumindest die Handelskammer aufbauen. So. Das Wasser schäumt, Admiral. Okay. Dann kriegen wir jetzt hier die ganzen Baumaterialien für die Handelskammer hin und irgendwas ist in die Luft geflogen. Die verdammte Gasförderstätte. Never ending story hier. Ich will gar nicht wissen, wie oft mir das Ding schon in die Ohren geflogen ist. Es muss oft gewesen sein. Und ich höre, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, aber ich höre hier ständig Baugeräusche, wenn ich hier, genau hier bin. Die nächste Insel von ihm ist hier drüben. Ist er die ganze Zeit hier am Rumbasteln oder was passiert hier? Also hier passiert gar nichts. Ich hoffe, das ist laut genug, wenn ihr mal genau hinhört. Man hört hier permanent, wie irgendwas abgerissen und wieder aufgebaut wird. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Verstehe ich nicht so ganz. Hier drüben passiert auch nichts. Na, er hat auch so seine Problemchen hier drüben, ne? Wie ich sehe, arktische Grippe ist hier gerade am Start.
Na gut, okay, aber darum geht's ja nicht. Zurück in wärmere Gefilde. Und dann sehen wir mal zu, dass wir das ganze Zeug hier noch fertig machen. So, dann haben wir drei Items für die Handelskammer. Müssen wir nur noch auf die Baumaterialien warten. Und dann können wir das Ding fertig bauen. Ja, dann kann ich mir natürlich bei Gelegenheit nochmal irgendwann überlegen, das Ganze noch ein bisschen sinnvoller aufzubauen, dass ich einfach möglichst viele von den Gebäuden im Umkreis der Handelskammer habe. Aber das ist natürlich auch durch den Fluss, der hier durchläuft, ist das auch sehr, sehr ungünstig. Wobei es natürlich auch nicht an Arbeitskräften mangelt, also ich kann auch einfach insgesamt die Kautschukproduktion nochmal ein bisschen hochdrehen. Aber der Boost sollte zumindest schon mal ein bisschen was bringen. Aber es wird halt auch überschaubar sein. Kriegen wir hier vielleicht noch was reingequetscht? Oder können wir vielleicht ein bisschen umdisponieren? Mais müsste doch... Ich glaube, Mais habe ich auch eine gewaltige Überproduktion. Wir könnten eigentlich auf dieser Insel, auf der wir gerade eben waren... Ja, Mais ist total am Anschlag. Da habe ich irgendwo nochmal Fettplantagen hochgezogen. Dann werden wir hier vielleicht einfach ein bisschen umdisponieren. Baumaterialien sollten genügend vorhanden sein. Dann nehmen wir hier die ganze Maisproduktion mal weg. Oder zumindest große Teile davon. Ja, wir nehmen alles weg. Komm, was soll der Geiz? Das ist alles Mais, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Das war halt, glaube ich, ursprünglich mal irgendwann meine einzige Maisinsel, aber das hat sich ja auch geändert. Die Siedlung brauche ich theoretisch auch nicht mehr, da es ja eben die Besucher, die Pendlerkais gibt. Aber wir machen das jetzt erstmal so. Wir machen... Sorgen hier nochmal für mehr Kautschukproduktion. So, reicht nicht ganz. Ah doch, hier sind noch... Da ist noch ein bisschen was frei. Aber ich glaube, damit ist dann schon mal einiges gewonnen, wenn wir gleich noch die Handelskammer fertig bauen und das Ding mit Items bestücken. Und hier einfach die Produktion umlegen. Von Mais zu Kautschuk. Dann reicht das hoffentlich. So, dass wir auch tatsächlich eine Auswirkung bemerken. In Crown Falls, weil darum geht's ja. Mühsam, mühsam, mühsam. Diese langen Produktionsketten. So, da kriegen wir natürlich auch noch was hin. Wenn wir ganz viel Glück haben, kriegen wir hier noch zwei hingequetscht. Wäre mir natürlich ganz recht. Was ist das für eine jämmerliche Kreatur auf ihrem Wappen? Eine jämmerliche Kreatur auf meinem Wappen? Das ist eine Dampflok, du Vollhorst, ganz ehrlich. Mann, Mann, Mann. Der Bildungsbürger, ey. So. Wird eng. Wird eng, aber okay. Ich meine, das muss ja auch nicht unbedingt die volle Plantagengröße sein. Doch, wird's, passt aber. Hier kriegen wir tatsächlich nochmal einen unter. Ja gut, ach, das wird schon, das wird schon. Das wird schon genügen dann. Ja, hier kriegen wir locker auch nochmal 4 bis 5 unter. Ja, das muss dann reichen fürs Erste. Wir dehnen die Plantage mal schön hier so nach hinten aus. Den Rand entlang. Die Waffenruhe wurde beendet. So, gleich den nächsten daneben. Wie viele Bretter haben wir noch? Passt. Mhm. Der nächste bitte. Dann können wir das Lagerhaus vielleicht auch nochmal umsetzen. Das war nicht ganz ideal. Ja, dann können wir es vielleicht noch ein bisschen schlauer machen. Jetzt habe ich keine Ziegel gerade vor Ort. Macht aber nichts. Ziehen auf jeden Fall die Straße hier mal unten entlang. Einfach aus Platzgründen. So. Setzen wir den hier hin. Optimierungsarbeiten. So.
Mhm. Einer passt locker noch rein. Und das sieht sogar ganz gut aus, dass wir hier noch einen zweiten unterkriegen. Ganz viel Glück. Nehmen wir hier die Straße nochmal weg. Und bauen hier direkt noch eine Kautschukplantage dran. Füllen mal auf. Na, nicht ganz. 112 von 144, immerhin. Ja, das reicht schon fürs Erste, glaube ich. Das sollte Wirkung zeigen. Und zu guter Letzt... Neue Befehle? Laden wir hier mal noch schnell die Bretter ab. Ziehen die Handelskammer hoch. Und bauen die Items ein. 1, 2 und 3. Sehr gut. Dann, was haben wir hier alles beeinflusst? Ja, 12 Stück müssten das sein. Kriegen wir da vielleicht auch noch einen reingequetscht. Gefällt mir nicht, dieser leere Fleck, aber ich glaube, das lässt sich jetzt nicht anders bewerkstelligen. Okay, das kann ich mir in Ruhe nochmal anschauen und so ein bisschen optimiert bekommen wir das garantiert noch. Wir können sogar, glaube ich, nochmal minimal optimieren, wenn wir den hier noch ein Stückchen versetzen. Schauen wir gerade mal. Ich glaube, wenn ich die Handelskammer minimal nochmal versetze, dann können wir vielleicht ein 13. Gebäude auch noch mitnehmen. Ach, sieh an. Okay, das ist ja jetzt ordentlich runtergegangen. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr bedacht. Also haben wir hier eigentlich totale Überbelegung. Dann können wir die... Ah, dann kriegen wir hier vielleicht tatsächlich noch einen zweiten unter, wenn die nur 100 Module noch brauchen. Statt vorher 144. Das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Haben wir da noch genügend Bretter? Ich glaube, wir brauchen 10, oder? Ne, 8. Okay. Ah, sehr cool. Dann bauen wir noch schnell einen. Aber... Ja, okay, macht keinen Unterschied. Also den da links oben hätte ich ganz gerne noch mitgenommen, den hier. Aber dann verlieren wir hier wieder einen, der nicht mehr im Einflussgebiet ist. Ne, da lassen wir das so, wie es ursprünglich war, das passt schon. Bauen hier nochmal ganz klein wenig um. Versetzen den Kollegen nochmal hier. Kannst du diese dann können wir hier auch nochmal ordentlich was wegnehmen. Und den hier aufforsten. Ah, okay. Also das ist schon nicht so verkehrt. Mit den ganzen Items. Was will er denn eigentlich? Oh, mit Belohnung aber. Oh, für echt? Sportgondel, episches Item für Luftschiff als Belohnung? Okay, das nehme ich mit. Ja, sehr gerne. Cool. Cool, cool. Spielstand gespeichert. Da sind wir dabei. So, dann kann man das, glaube ich, erstmal so stehen lassen. Dann nichts wie los. Okay. Gut, also ich würde mal sagen, Problem Kautschuk sollte erstmal getackelt sein. Wird ein bisschen dauern, bis sich das dann tatsächlich hierhin auswirkt. Wir können schon mal schauen, ob das mit dem... Gut, das mit dem Stahl hat sich erledigt. Und Kautschuk dürfte dann als nächstes sich stabilisieren. Ansonsten, wie schaut es denn eigentlich aus mit den Bedürfnissen? Länger nicht mehr reingeschaut. Investoren sind ganz happy. Bis auf die Hochräder, da müssen wir ein bisschen dran. Taschenuhren, aber alles so weit im Rahmen. Offensichtlich haben sie ihren Algorithmus gefunden. Gut, das sieht alles nicht so schlecht aus. Da würde ich sagen, machen wir erstmal Feierabend. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.